Hallo ihr Lieben, das ist Hans Schmeier, Pathologe, Beziehungscoach, Beziehungspsychologe. Heute haben wir mal 3 E-Mails, dass wir auch mal weiterkommen nach meinem kleinen Urlaub hier, der auch sehr schön war. Gibt immer noch Traumakurs, vergünstigt, ladet euch mal die Liebeschip-App runter und so weiter. Oder beziehungsweise zum Frühbucherpreis, Breaking Good heißt er. Und ja, wir gehen mal rein. Wir haben 3 E-Mails heute. Eine kleine Erfolgsgeschichte, eine Geschichte so zu, wie beende ich mein eigenes Fremdgehen quasi in einem Dreieck. Und dann noch eine Frage so zu Entscheidungen, wenn man Entscheidungen getroffen hat, dass man da, ja, soll ich mal sagen, Second Thoughts hat und sich nicht mehr ganz sicher ist. Fangen wir mal mit der Erfolgsmail. Du kannst mir auch solche Mails schicken über ein Formular auf liebeschip.de. Was so unsere zeitgebundenen Kurse angeht, haben wir gerade Wohlfühl-Challenge und Selbstliebe-Challenge Advanced, könnt ihr gerne noch einsteigen. Und wir legen mal los. Lieber Christian, du hast mein Leben verändert. Du fragst ja immer nach Erfolgsgeschichten. Ich bin eine. Ich bin 31 Jahre alt und aus einer 8-jährigen unteraktivierten Beziehung in eine 6-monatige toxische Beziehung geschlittert und war am Tiefpunkt meines Lebens angekommen. Ich war ein absoluter Pluspol, der keine Grenzen setzen konnte. Ich hatte so dermaßen toxischen Liebeskummer, dass ich gar nicht mehr ich selbst war. Ich habe mich in der Zeit wirklich selbst verloren. In der Zeit habe ich dann deine Videos gefunden und sie inhaliert. Dann dein Buch Liebeschip mehrfach gelesen. Ich vermute mal Liebescode meinst du. Auch Stefanie Stahl, jeder ist beziehungsfähig, hat mir ergänzend die Augen geöffnet. Schon allein die Erkenntnisse über mein Bindungsmuster haben mir unendlich weitergeholfen. Ich habe mir Standards und Dealbreaker gesetzt. Modul 1, wenn jetzt, sollte eigentlich fast jeder machen hier auf dem Kanal, finde ich immer. Und nach einigen Dates mit extremen Pluspolen und zu extremen Standards dann an meinen aktuellen Partner geraten. Und was soll ich sagen, wir sind seit 3 Jahren sehr glücklich zusammen. Kein Wischiwaschi, wir leben auch gemeinsam in einem Haus. Danke dir, dass du mir dabei geholfen hast, mein Leben ins Positive zu ändern. Ich kaufe auch weiterhin deine Bücher und höre regelmäßig deinen Podcast, der mich oft zum Schmunzeln bringt. Dein Wissen sollte einfach ein Grundwissen für jeden Menschen darstellen. Wie viele Menschen befinden sich in solchen ungünstigen Dynamiken und sind sich einfach dessen nicht bewusst? Ich empfehle dein Content einfach immer weiter. Man sieht einfach alle Beziehungen jetzt durch die Liebeschip-Brille. Ja, das ist wirklich wie so ein Schlüssel, den man so erhält. Ich bin übrigens eine kleine Trash-Maus und schaue die Formate auch mit dieser Brille und analysiere, was dort so abgeht. Tausend Dank für deine Arbeit. Du bist eine Bereicherung. Am Ende noch eine Frage, da meine aktuelle Beziehung natürlich auch nicht fehlerfrei ist. In manchen Konflikten mit meinem Freund fühlt er sich schnell angegriffen, obwohl ich eigentlich nur ausdrücken möchte, wie ich mich mit der Situation fühle. Hast du da gehend einen Tipp, wie man die Kommunikation verbessern kann? Machen wir heute mal kurz. Es gibt ja den Ein-Paar-Kurs, das wissen, glaube ich, ganz viele gar nicht. Und da sind viele, also meine All-Time-Favorites, was so ein paar Übungen angeht, die ich auch in meiner Praxis viel angewendet habe. Werdet ihr sicherlich fündig, wenn ich dran denke, packe ich den nochmal drunter. Ansonsten findet man den unter Paartherapie auf meiner Webseite. Genau. Gut, dann kommen wir, glaube ich, zu dieser Entscheidungsfrage mal. Auch so eine Follow-up-Mail. Hallo Christian, ich bin diejenige, die ein paar Fragen zur Entscheidung geschickt hatte und deine Antworten davor vor circa 2 Jahren echt geholfen haben. Hier ein kurzes Update. Ich habe mich letztlich für den Master im Ausland entschieden. Viele Dinge waren nicht so toll. Anfangs lagen mir die Kurse nicht. Die Leute in meinem Studiengang fand ich selbst dann seltsam und ich fühlte und fühle mich immer noch häufig relativ allein. Naja, so allein ins Ausland gehen ist schon ein dickes Brett. Ich glaube, wahrscheinlich ging es noch um irgendeine Beziehungssituation. Soll ich jetzt da bleiben in dieser unglücklichen Beziehung? Oder ins Ausland gehen? Ja, gut, Fakt ist ja, dass wir meistens mehr das bereuen, was wir nicht gemacht haben, als das, weil du kannst auch immer wieder zurückgehen, weißt du? Insofern gib dir mal ein bisschen Zeit da auf jeden Fall. Vieles hat aber auch sehr gut geklappt, weil ich mich auch getraut habe, um Hilfe zu fragen. Sehr gut. Bin durch alle schwierigen Kurse gekommen und analysiere jetzt Daten zu einem spannenden Thema. Obwohl es hier eine riesige Wohnraumkrise gibt, habe ich mich durch ein Losverfahren innerhalb von 2 Wochen ein annehmbares Zimmer bekommen. Ja, das Universum hilft denen, die, soll ich mal sagen, dem Universum auch eine Chance geben. Also, ja, sehr gut. Nicht, dass es immer klappt, aber naja, besser als gar nichts zu machen, ne? Während manche zeitweise nur für 2 Monate irgendwie unterkommen. Ich habe aufgrund meiner Erfahrung im Ausland einen Nebenjob finden können und erhalte aus diesem Grund zusätzlich finanzielle Unterstützung. Es fühlt sich so an, als hätte ich meine Entscheidung damals eigentlich schon recht schnell getroffen und das ganze Grübeln sei irgendwie unnötig gewesen. Grübeln ist meistens unnötig. Ja, wie sagt Meister Yoda, entscheide, also mach es oder mach es nicht, aber das heißt, es geht irgendwie anders, der Spruch.
Aber geht auch so in die Richtung, dass man nicht grübeln soll. Ja, man macht's, aber man macht's nicht. Wenn dir jemand einfällt, wie der Spruch geht, ist natürlich in dieser Meister-Yoda-Sprache, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Als dass die Entscheidung innerlich sowieso schon gefallen war. Na, ich sag ja immer, apropos meine Paartherapie-Ausbildung, die auch bald die Tore öffnet. Ich sag mal, jedes Paar, was in eine Paartherapie kommt, die Entscheidung steht eigentlich schon fest, ob die sich trennen oder nicht. So, ne? Und Paartherapie ist eigentlich der Weg, das Ganze an die Oberfläche zu holen und auch zu verschnellern. So, ne? Aber es ist eine Beziehung, die doomed ist, die kann man nicht retten. Und eine Beziehung, die eigentlich ganz gut läuft, kann man auch nicht so schnell zerstören. So. Also insofern, ich ist immer so ein bisschen so wie so Bildhauer, die sagen, naja, das, was ich da jetzt gebildhauert habe, war ja schon drin im Stein. Ich habe es nur rausgeholt. Ne? Ist natürlich Bildhauer noch, naja, noch crazier. Aber gut, sagen die immer. So, irgendwie merkt man das immer hinterher, Fragezeichen? Ja, auf jeden Fall. Das ist, also die großen Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, ja, ich will es nicht sagen, sonst über keine nochmal nachgedacht habt. Aber, na, obwohl, manchmal habe ich auch so Sachen, wo ich denke, hätte man auch anders machen können. Aber es ist ja müßig, weil in dem Moment, wo man die getroffen hat, hat man unter den Daten, die man hatte, die Entscheidung getroffen. Und das wäre jetzt bei mir auch nicht besser geworden durch mehr Grübeln. Also insofern, auf das Grübeln kann man wahrscheinlich verzichten. Es gibt ja Untersuchungen, dass Nachdenken nur was nützt bei so überschaubaren Entscheidungen. Ne? Also trinke ich jetzt Cola Light oder Cola Zero? es gibt tatsächlich Forschung, die sagt, dass so bei großen Entscheidungen, dass man die besser intuitiv fällt. Also insofern würde ich mal sagen, alles richtig gemacht. Gut, oh Gott, hier technisch noch was ein bisschen verändern. So. Okay. Weniger schön ist, dass ich mich aufgrund der etwas einsamen Situation auf eine Freundschaft plus eingelassen habe. Muss das denn sein? Das ist immer das Problem. Wenn es einsam, also ich kann das, es ist, sagen wir mal ganz ehrlich, das hoffe ich, das Einfachste ist, sich nicht mehr ganz so einsam zu fühlen, ist daten zu gehen, so, ne? Weil das, gerade als Frau ist vielleicht noch ein bisschen einfacher und aber ich kann es eigentlich nicht so richtig empfehlen, weil um welchen Preis, ne? Jetzt, warum jetzt eine Freundschaft plus? Weil da wirst du dich nicht weniger einsam fühlen, ne? Dann, man greift dann so nach so einem Strohhalm, wo man sich vielleicht fragen darf, braucht man den eigentlich unbedingt? Aber ich will das jetzt auf gar keinen Fall beurteilen oder verurteilen. Das ist alles, ich kann es total nachvollziehen und vielleicht ist es auch letztlich das Richtige, musst du wissen, in der ich zu wenig Kontakt bekomme, okay, da haben wir es ja schon, ja, und mich davon aber irgendwie abhängig fühle, weil ich in der Nähe, weil ich die Nähe so genieße. Naja, warum muss denn unbedingt eine Freundschaft plus sein? Also ich sage ja, für so Liebeschippler oder Ex-Liebeschippler oder whatever, es ist jetzt keine moralische Erwägung, also aus moralischen Erwägungen könnt ihr so viel offene Beziehungen, könnt ihr führen, wie ihr wollt, ne, wenn solange alle Bescheid wissen. Aber letzten Endes zeigt es sich, dass gerade für so Liebeschippe häufig monogame Beziehungen, nicht für jeden vielleicht, aber sicherer sind, sage ich mal. Ne? Und Freundschaft plus neigt halt dazu, schnell wieder Liebessucht zu generieren. Und also warum muss unbedingt eine Freundschaft plus sein? Ne? Wenn es wenigstens, gibt es ja heute auch so, heutzutage sagt man ja gar nicht mehr Beziehungen, wenn es wenigstens eine exklusive Geschichte wäre, okay, aber so. Man sollte nicht Sex mitnehmen, wenn trotzdem so andere Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Das ist eigentlich nicht gut, ne? Weil ich die Nähe so genieße. Es geht nicht nur um Sex, auch Kuscheln und Küssen vermisse ich einfach so stark, wenn ich ihn nicht sehe. Ja, ist dann also, wende das an, was du gelernt hast. Oder mach vielleicht nochmal die Kurse. Weil es ist, ist das jetzt das, was deinem Bindungssystem hilft, ist da nicht, wäre es vielleicht nicht besser, alleine zu sein? Ich weiß nicht, also ich finde alleine sein, finde ich persönlich nicht schlimm, so, ne? Das, weil, wenn man ganz ehrlich ist, die meisten Menschen fallen dann nicht durch so ein
Standard und Dealbreaker Raster. Und ja, wenn man da das ernst nimmt und selber hohe Standards hat, bleibt halt nicht viel übrig. Und dann vielleicht ist man oft alleine. Ja, kann man dir einen Hund anschaffen? Ein Hund macht auch viel glatt, muss ich wirklich sagen. Aber ich, wie gesagt, nicht, dass ich das nicht verstehen könnte. Oder also mir könnte, ich könnte auch in sowas, wenn ich jetzt Single wäre, weiß ich nicht, oder im Ausland, ich kenne niemanden. Aber Freundschaft plus, man denkt vielleicht, was soll schon passieren? Aber das haben schon viele, viele gedacht hier. Und dann ist man doch wieder liebessüchtig, ne? Eigentlich wollte ich einfach schreiben, was aus den Entscheidungen geworden ist. Aber falls es einen Tipp gibt, wie man sich gut von jemandem loskommen kann, selbst wenn man sich in einer Stadt einsam fühlt, dann wäre ich super dankbar. Ja, auch da, ich weiß nicht, wenn du jetzt nicht in einer äußeren Mongolei bist, wird es auch sowas geben wie Meet Five, Spontext, keine Ahnung, bestefreundin.de in deinem Land, keine Ahnung. Also so aus, könnte auch wetten, dass du vielleicht noch nicht Kurse gemacht hast, also guck mal in die Kurse rein, wirklich, weil was du hier machst, ist hungrig einkaufen gehen, ne? Wie jemand, der eine Diät machen will und geht hungrig einkaufen. Das ist der schlechteste Punkt zum Daten, wenn man sich einsam fühlt. Das klingt absurd, aber ist so. Das ist natürlich schon ein Aufruf, dass man sich Kontakte suchen soll, ne? Also, mach nicht, gehen in irgendwelche Studiengruppen. Vielleicht gibt's, vielleicht haben die sowas wie eine Studienberatung, vielleicht gibt's da irgendwelche Gruppen. Alles besser als so eine Drecksfreundschaftlose, so meine Meinung, ne? Deine professionellen Analysen schätze ich sehr und würde mich natürlich sehr über eine Antwort freuen. Ja, aber trotzdem, herzlichen Glückwunsch zu dem Mut. Und ja, wie kommt man davon los? Das ist immer das Gleiche, ne? Alles im Modul 0 drin, meinem Liebeskummerkurs. Ich muss jetzt zugeben, es ist nicht unbedingt schöner, wenn man sowieso einsam ist. Aber ich denke, auf über kurz oder lang wirst du feststellen, dass das keine Option. Also das ist nicht eine Sache, ist, die dich... Was ist denn schlimmer? Sich einfach so einsam fühlen? Oder sich innerhalb von irgendeinem Freundschaft-Plus-Konstrukt sich einsam fühlen mit jemandem, der eigentlich gar nicht viel mit einem zu tun haben will und einen nur so den Körper mitnimmt. Also nichts gegen, verstehe mich jetzt nicht falsch, nichts gegen auch mal Casual-Sex, aber es ist immer nicht umsonst sind da die Sex and Love Addicts Anonymous Gruppen so streng, ne? Ich kann das eigentlich auch niemandem vorschreiben, aber sagen so, das ist nicht unbedingt der beste Weg. Die sind da ja noch krasser, aber zeigt sich einfach, dass das nicht so ideal ist. Gut, so kommen wir mal zur dritten E-Mail. Da geht es um Fremdgehen des Mailschreibers. Also sitzt mir nach, wenn ich da streng bin. Wenn ihr mir schreibt, kriegt ihr eine Antwort. Und ihr wisst, ich bin da überhaupt kein Fan von. Also, aber gut, du hast geschrieben. Ein Mann. Und er schreibt, hallo Hemmschi, nach ewigem Binge-Watching deinen Videos schildere ich meine aktuelle Situation. Ende 20 bin ich seit sieben Jahren mit meiner Freundin zusammen. In den vergangenen Jahren ist das Thema Bettsport immer wieder das Problem geführt, da sie einen deutlich niedrigen Drive hat. Ja, Drive hin oder her macht immer Sinn, mal über, also es gibt es natürlich absolut und vielleicht die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auch das, aber kann immer mal überlegen, ob man selber richtig in der Polarität ist, ob man Mission im Vordergrund steht als Mann oder hängst du immer an deiner Freundin rum, ich weiß es jetzt nicht. Und dann hat sie irgendwie keinen Bock mehr. Aber ich will das jetzt, wie gesagt, ich weiß, dass das gibt und wird schon so sein. Ich habe mein Problem damit relativ zeitnah verbalisiert. Na, reden hilft leider nicht viel. Also guck gerne mal mein aktuelles Buch dazu. Habe ich jetzt gerade nicht hier. Nee, doch, hier. Lang lebe die Liebe. Da sind so gute Tipps. Mein aktuelles. So auf Amazon oder auf meiner Webseite auch. Oder auch der Liebescode auf Englisch gibt es jetzt. Ne? Könnt ihr gerne mal an eure vielfältigen englischsprachigen Freunde empfehlen. Auch auf Amazon. Also reden hilft ja nicht viel. So entweder man, klar, du musst es, man sagt es einmal, aber was willst du da machen? Willst du jemand jetzt da reinreden, dass er mehr Bettsport will? Also da gibt es eigentlich nur die Wege, Beziehungen antoxen, aber das habe ich in meinem Buch halt ausführlich erklärt, gefährlicher Prozess. Oder einfach akzeptieren. Oder an der Polarität arbeiten, so, ne?
Aber reden hilft ja nicht so viel. Generell hat sich das Problem jedoch eigentlich nicht. Über den Verlauf von 3 Jahren gab es daher zu 2 Offs, die von mir inszeniert wurden und jeweils nur wenige Tage hielten, weil ich die Entscheidung bereute. Meine Partnerin war auch jedes Mal mit der Fortsetzung der Beziehung einverstanden. Jetzt haben wir schon 2 Offs. Was heißt das? Man kann sich jetzt drüber streiten, ob beim 2. oder beim 3. Also spätestens beim 3. Off muss man sagen, nicht kompatibel. Muss man auch nicht mehr suchen. Nicht kompatibel. Fertig. Next. Du bist keine 97, ne? Also selbst denn, nicht kompatibel. Ist nicht schlimm. Passiert, ne? Meine Partnerin, ja, war auch jetzt mit der Fortsetzung einverstanden. Sie sagt, dass sie einfach grundsätzlich keinen hohen Trieb hat. Alles gut. Eventuell nicht kompatibel, ne? Es gibt bestimmt auch Männer, die nicht... Ich kenne Männer, die wir nicht Bock haben auf Bettsport. Ne? Grundsätzlich keinen hohen Trieb hat, das habe ich auch am Anfang der Beziehung schon so empfunden, war aber noch genug für mich. Hinzu käme, dass sie vermehrt Druck von meiner Seite verspüre und sie sich emotional von mir nicht abgeholt fühlt. Kann natürlich in Einzelfällen auch mal körperliche Probleme geben oder man macht zu viel Sport oder. Aber das Fass machen wir jetzt mal nicht auf, wird schon nicht sein. Mit dem Druck, das ist genau, was ich meine. Du kannst nur Raum lassen. Man spricht es einmal an und dann lässt man Raum für Sex und geht durch die Verführungsketten immer wieder durch. Ne? Daten, Hangout, have fun, hook up. Wenn das zu nichts führt, was willst du machen? Aber da Druck machen, so wenn du nicht mit mir schläfst, dann kaufe ich dir keinen Cappuccino. Das nützt nichts, ne? Man kann natürlich schon sagen, weißt du, wenn wir da so unterschiedlich sind, ich glaube, vielleicht ist es besser, das zu lassen. Das ist kein Druck machen, das ist einfach nur Fakten angucken, so, ne? Trotz alles deines Wissens, hast du denn auch das Buch gelesen dazu? Viele schreiben immer so, all dein Wissen, meinen aber nur die Videos. Ich kann nur sagen, nutz einfach das, was es darüber hinaus gibt. Was so viel kostet wie die Gurke auf dem Döner. Also, ich sag's ja nur, ne? Guck dich nur in die Videos. Ich sag's immer wieder. Phasen ohne Druck von meiner Seite haben keine Besserung produziert. Ja, es kann ja so sein. Also, alles gut. Ne? Und die typischen Aspekte wie Attraktivität und Polarität können wir ausschließen. Okay, gut, ja, gut. Dann können wir das vielleicht abhaken. Da muss man's. Passt es halt nicht, ne? So, Drecks-Spoiler habe ich erst gelesen, aber hier steht tatsächlich Dreiecks-Spoiler. Ich habe erst Drecks-Spoiler gelesen. Über den Verlauf des letzten Jahres habe ich bei einem Hobby eine Frau kennengelernt. Tada! Die ich attraktiv finde. Tada! Mit der ich menschlich auf einer Wellenlänge bin. Tada! Auch sie war bis kurz in einer Beziehung, die sie aber frustriert hat. Nach einigen Gesprächen über unsere Beziehung war klar, dass wir uns gegebenenfalls das geben können, was uns in einer Beziehung fehlt. Ja, trenn dich, Vögel die Neue, alles gut. Kein Grund für ein Dreieck. Was denn noch? Hast du, bist du noch nicht mal Single, wenn ich trenn's. Also, wo ist das fucking Problem? Ne? Sie trennt sich von ihrem Freund. Sehr gut. Ihre Beziehung war sogar noch länger als meine und ihr Mut hat mich angesteckt, weshalb ich den Schuss fasste, meine Beziehung aufzuwenden. Also, weil ich jetzt schon mal so ein bisschen hier weiter gucke, du sagst, glaube ich, Entschluss gefasst, aber hast dich, glaube ich, nicht getrennt. Also, wenn ich jetzt getrennt hätte, hätte ich nichts zu meckern, kann passieren, läuft eh nicht, alles gut. Was kommt jetzt? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Natürlich dauert es nicht lange und wir landen in der Kiste. Hätte das vorhersehen können? Also ich, unmöglich vorherzusehen. Obwohl mich die Beziehung zu dieser Frau sehr zufriedenstellte. Jetzt hast du so noch einen Test-Drive. Warum? Also begann ich meine Ex-Freundin sehr stark zu vermissen. Ja, und? Das ist genau die so fangen diese scheiß Dreiecke an. Ach, ich mache mal einen Test-Drive. Ja, meine Freundin riecht anders.
Geh wieder zurück zu der, dann, ach nee, mir fehlt ja doch der Sex, geh wieder zu der. Und deine Freundin weiß nicht mal was davon. Also könnt ihr von mir keine Absolution erwarten. Also es ist alles menschlich. Ich bin auch nicht Bundesmoralministerium. Aber not the way to go, sorry. Was soll ich dazu sagen? Also, hab mal, weiß nicht, hab die Eier zu sagen, so, nee, ist ja eh das dritte Off. Lass mal auseinandergehen, ja, eh schon jemanden kennengelernt. Sorry, tut mir leid. Aber so verstrickt sich der immer weiter und es wird jeden Tag beschissener. Es gibt Leute, die machen das 4 Jahre, müssen es irgendwann ihrer Frau sagen. Ja, viel Spaß damit, ne? So, nach circa 2 Wochen suchte ich das Gespräch mit ihr. Ergebnisse sind wieder zusammen. Also ihr wart doch kurz auseinander, immerhin. Okay, dann vielleicht relativiert sich das jetzt ein bisschen. Also ich suche einfach das raus, was für dich stimmig ist, keine Ahnung. Also ihr wart auseinander, du hast sie gleich durchgenommen, die neue. Und dann die alte vermisst. Ja, das passiert. Das passiert, wenn man warm wechselt. Ja, aber es ist trotzdem, es ist das dritte Off. Und damit ist leider deine vorherige Beziehung aus meiner Sicht, das war's. Musst sie nicht weiter quälen. Also vor allen Dingen jetzt, wo du schon ein Neuer hast. Also was soll das, ne? Wird dir nicht gefallen, wahrscheinlich, wenn du jetzt erzählst, wenn du jetzt wieder zurück willst und ja, ich habe übrigens nach einem Tag schon, habe schon längst jemand anders und ja, aber das beste Mittel dagegen ist die Wahrheit. Absolute Wahrheit. Und dann lass dich die Dinge ausspielen. Wenn wir unsere Gesellschaft verändern wollen, das Beste, was wir alle tun können, ist die Wahrheit. Aber einfach zu sagen, was Phase ist, ne? Also im Kleinen wie im Großen. Also ich kann mich mit unserer aktuellen Gesellschaft nicht anfreunden, aber interessiert ja nicht. Ich habe ja keinen politischen Kanal, hier ist auch uninteressant. Aber auch im Kleinen, wenn dir was nicht gefällt, alles andere ist People-Pleasing oder einfach auch oder auch so ein bisschen Manipulation, weil man einfach keinen Bock hat auf diese Gespräche, ne? So, sind wir ja zusammen, jedoch bisher ohne jegliche Intimität. Ich hoffe, du hast geschützten Sex wenigstens. Seit 2 Wochen befinde ich mich nun im Dreieck, da die Beziehung zu der anderen Frau immer noch genieße und der Bachelor herausragend ist. Was soll der Scheiß? Also, sie dürfen mir sowas nicht schreiben. Was soll der Scheiß? Wozu soll das denn führen? Das ist einfach nur Egoismus. Das ist das Vertraute mitnehmen und das Neue auch. Das ist, ja. Das ist, als wenn du eine neue Stelle antrittst bei deinem Arbeitgeber und arbeitest aber heimlich für jemand anders, weil das Geld willst du auch mitnehmen. Das ist einfach, ne? Gut, es sind jetzt nur 2 Wochen, aber du solltest das echt nicht fortsetzen, ne? Ja. Das Problem ist, dass ich aktuell beide Frauen hintergehe und erschreckenderweise keine Reue verspüre. Ich propagiere hier ein werteorientiertes Leben. Ob man da die entsprechenden Emotionen zu hat oder nicht, ist mir egal. Also wenn ihr unbedingt ein Dopamin-Leben leben wollt, so 3D-mäßig mit hintergehen, macht das. Könnt ihr bei mir auf kein Verständnis hoffen. Außer jetzt so ein allgemein menschliches Verständnis, dass wir alle Scheiße bauen mal. Alles, ne, das haben wir immer hier. Jeder kann Fehler machen, ich auch. Und es ist alles ein Prozess. Ne? Aber werteorientiertes Leben ist es egal, ob du Reue spürst, sondern dass du einfach sagst, ich lebe nach meinen Werten, weil ich das insgesamt besser finde. Und nicht, dann gehst du sozusagen deinen Werten nach und nicht an diesen flüchtigen, testosterongesteuerten Emotionen. So, ne? Das ist meiner Ansicht nach der Weg. Also ob du jetzt Reue spürst oder nicht, weiß ich nicht, ob du keine Reue spürst, keine Ahnung. Also immerhin schreibst du ja. Ne? Ich spüre zwar einen gewissen inneren Konflikt, weil ich meinen eigenen Worten nicht gerecht werde, treue Ehrlichkeit, aber die positiven Gefühle, die ich in beiden Beziehungen bekomme, überwiegen aktuell. Damit gibst du einfach deinem Trieb und dem Dopamin gibst du einen absoluten Vorzug vor Werten. Es ist nicht die Welt, wie ich sie mir erträume, also auch wenn ich das mal, ich werde das bestimmt auch nicht in jedem Moment schaffen, immer im Leben, aber meiner Ansicht nach sollte das Ziel sein für uns alle. Aber hey, wenn du meinst, das ist der richtige Weg für dich. Dalai Lama hat mal gesagt, du musst nicht spirituell sein, um drauf zu kommen, dass Lügen keine gute Idee ist. So, weil, warum? Weil das einfach fucking Energie kostet. Ne? Brauchst du noch nicht mal religiös für sein. Und ich finde, der hat absolut recht. Ne?
Du willst einfach kurzfristig deinen Spaß mitnehmen auf dem Rücken von diesen beiden anderen Frauen. Also letztlich ist es das, ne? Aber wie gesagt, ich bin nicht das Bundesmoralministerium und ihr müsst alle selber wissen, was ihr macht, ne? Also ich habe nicht mal eine konkrete Frage an dich, da mir schon klar ist, was du zu einer Situation sagen wirst, aber ich habe die leise Hoffnung, dass du mir in einem Video thematisierst und mir vielleicht die andere Dynamik aufzeigst, die mir möglicherweise entgangen ist. Ich kenne dich nicht, ich kann nur sagen, dass das kein guter Weg ist. Also wie gesagt, Dynamik ist einmal nicht kompatibel. Und aber on-off macht ja auch so ein bisschen addicted, zu der neuen bist du jetzt auch addicted. Ich weiß, das wissen wir alle, wie schnell man in Dreiecke rutschen kann, aber das ist kein Weg. Es wird jeden Tag schlimmer. Also räum die Scheiße auf. Also ich würde gar nicht so viel drüber nachdenken. Also überleg mal, was für Werte du hast und ob du das mit deinen Werten übereinstimmt und dann leb nach deinen Werten. Das ist das Einzige, was ich dir sagen kann. Also welche Dynamiken da vielleicht gewesen sind, das kann man sich später angucken, ne? Das ist mein Rat, ne? Vielen Dank für deine tolle Arbeit. Macht die Fragen Kurse, Leute. Was sagt ihr dazu? Seid gnädig, auch mit dem hier. Und wir alle machen mal Fehler und gut, falls du das als Fehler siehst hier. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.